Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur 100. Folge von Nioh 2. Wir haben eine weitere Hauptmission vor uns, zwei Seiten der Gastfreundschaft. Dann gucken wir mal, was Hattori Hanzo zu sagen hat. Ich bin hier auf Befehl meines Herrn. Unsere Truppen sind endlich in Formation und die Schlacht gegen Tokichiro steht bevor. Fürst Ieyasu ist froh, dich hier zu wissen und bittet dich um deine Unterstützung im Kampf. Doch zuvor möchte ich dich bitten, jemanden aufzusuchen. Ich nehme an, du kennst den Teezeremoniemeister Senno Rikyu. Er besitzt einen scharfen Verstand und eine noch schärfere Zunge, selbst wenn er jemandem wie Tokichiro gegenübersteht. Ich könnte mir vorstellen, dass er dir eine große Hilfe sein könnte. Ja, dann suchen wir den Kollegen mal. 7 Kodamas gibt's hier. Und Schwierigkeitsgrad ist wieder 4 von 5, das ist schön. Ach, guck mal, hier gibt's eine heiße Quelle sogar. Also, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Geschichte. Ich habe die eine Nebenmission bereits erledigt, offstream. Ja, weil ich habe 45 Minuten für die Mission gebraucht und habe ein paar Mal geschrien, weil sie ein bisschen buggy war, ein bisschen dumm. Von daher habe ich das dann übersprungen fürs Video, beziehungsweise habe die Aufnahme wieder gelöscht. Und jetzt geht's halt hier weiter. Egal, los geht's. もしや明智。今の自分は一介の僧、天海でござる。小旅の用件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め、過酷な攻勢に出ております。結構な大味でした。畿内と北陸をほぼ制圧。次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。 さよう、この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあ、そろそろ反撃を始める？家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。 李久と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。 Komaki Nagakute, Provinz Owari, im Oktober 1584. Dann legen wir doch mal los, würde ich behaupten. Hat sie hinten vielleicht noch was? Nein, ich höre Geschrei. Hallo! Was ist es? Eine Locke? Pfeilschutz-Amulett, ja wow. Ach, scheiß drauf, aufgefahren. Ich bin gewappnet. So.
Wir gehen erstmal Opfer da bringen. Ich habe, by the way, noch ein Level-Up gehabt. Bin jetzt Level 97. Wunderbar, oder? So, das kann alles weg. Den Spalt da behalte ich mal noch. Das kann alles weg. So, wunderbar. Wie sieht's auf dem Bazaar aus? Elixiere kann ich kaufen. 3 Stück. Da habe ich halt nicht mehr so viele. Was sehr, sehr schade ist. Den Heilersegen habe ich leider noch nicht. Damit ich mehr Elixiere finde. Das ist halt extrem belastend. Aber was soll's. Wir holen erstmal das Item. Und Jokobecher habe ich richtig gut gefarmt. Da habe ich, glaube ich, über 70. 69, okay. Ja, ich habe einiges gemacht. Und was wir jetzt hier als... Nee, wir machen das nicht als erstes, das blutige Grab. Oh, shit! Sag mal, spinn zu. So, da ist noch einer. Geht er ja gut los, du. Direkt mal von hinten angegriffen oder von der Seite. Naja, kann passieren, ha? Dafür habe ich ja eine geile Waffe, die mir eigentlich nach jedem Gegner und nach jedem Item, welches ich finde, Lebensregeneration garantiert. Heiliges Wasser ist auch gut. Ah, Kräutermedizin habe ich nur noch eine. Stufe 121. Okay. Na dann, komm her. Pam. Ich geb's dir mal so richtig, mein Lieber. Oh, ja. Ja, sieht nicht schlecht aus, was ich hier kriege. Das Gewehr interessiert mich nicht. Das auch nicht. Kann ich nicht anziehen. Okay. Ja, noch Pfeile. Nee, Lundenschlossmunition. Auch gut. Hier kann ich sehr wahrscheinlich nicht rein. Natürlich nicht. Ja, dann ist das hier der einzige Weg, ja. So, ein einzelner Pfeil ballert ihm die Birne weg. Hello. Oh shit. Das war jetzt schlecht. Dafür töte ich dich jetzt. Alle hopp. So. Komm, gib mir ein paar Elixiere fürs Lager. Wäre schön. Was haben wir hier oben Schönes? Oh, hallo. Ja, du hast jetzt halt Pech gehabt. Du hast dich zwar versteckt und trotzdem bist du tot. Belastend, ne? Da haben wir eine heiße Quelle. Warum? Eigentlich muss ich dich alleine dafür, dass du mit den Kleidern gebadet hast, töten. So. Dann baden wir mal. Ja, du darfst mir jetzt halt wieder zugucken, liebe Dame. Wie ich mich nackig mache und bade. Das mache ich gerne. Ich entblöße mich gerne. Ich bin mir sicher, hier irgendwo ist ein Kodama versteckt. Oh, hier ist noch ein Yokai, okay. Na dann, auf geht's. Och nö. Wobei, die gehört jetzt nicht zu den allernervigsten, muss ich sagen. Oh shit. Ja, die war schnell tot. Hör auf zu schreien. Ich hab's dir sogar einfach gemacht, das Leben. So. Oh, ein Geisterstein. So, machen wir hier mal auf. Auch wenn mir das wahrscheinlich wenig bis gar nichts bringt. Weil jetzt sind wir wieder hier. Was ist das? Nichts, okay. Wo versteckt ihr euch, liebe Kodamas? Wo versteckt ihr euch? Hier nicht. Geld. Da kannst du nicht mal reingehen, lol. Okay. Alrighty, hier ist schon mal kein Kodama gewesen. Wo sind die denn versteckt? Ich würde gerne den finden, um ein paar Elixiere zu kriegen.
Da wäre ich wirklich dankbar. Und hopp. Elixier. Ja, ich finde aber auch so viele Elixiere. Das ist ja schon mal gut. Seelenstein. Ja, okay. Ja, 20.000 am Ritter. Sehr gut. Geisterstein. Das war's. Okay, da haben wir hier einen neuen Titel. Oder einen Ungeo-Rufpunkt. Noch besser. Dann machen wir die Onmyo-Magiekraft hoch. Let's go. Was habe ich denn für einen Titel bekommen? Einäugiger Wichtjäger. 30 einäugige Wichte habe ich getötet. Okay, sonst noch was? Fliegender, eine bestimmte Menge an Siegen über fliegender Blitz-Yokai. Enenra. Ah ja, stimmt. Ich habe den dritten Enenra in der einer Nebenmission besiegt. Habe ich einige Versuche wieder gebraucht für Enenra. Ja. Da haben wir ein paar Titel gesammelt. Ist doch in Ordnung. Würde ich mal behaupten. Oh mein Gott. Von wo? Aha. Okay. Ich bleib dann erstmal hier und mach das. So. Das hat nichts gebracht. Ja, dann kämpfst du für Tokichiro. Die sind verdammt, vor allem auch verdammt schnell da, die Kanone. Oh, ey, ja. Okay. Ja. Okay. Interessant. Interessant. Ich brauche keinen Pfeil für den. Komm schon. Wunderbar. Jetzt weiß ich ja, wie die Gegner sind hier. Die sind ja relativ easy. Gut für die Lebensregeneration. Und hopp. Das ist der andere Kollege da hinten. So. Was habe ich denn Schönes bekommen, Meta? Da gab es ein paar Pfeilchen nach oben. Solange es keine Autoregeneration hat. Das nicht interessiert mich. Aha. Ne. Zwei Gewehre. Soll ich mal ein Gewehr für einen Bogen ausrüsten? Ich weiß es nicht. Ich mag ja eigentlich die Bögen. Ich mach's mal. Wie viel Munition habe ich denn hier? Wahrscheinlich mehr als genug. Kann ich damit auch laufen? Tatsächlich kann ich das. Okay. So, mein Lieber. Komm her. So, der erste ist schon mal weg. Und der zweite folgt. Komm her. Rabautz. Nee, du schlägst nicht zu. Vergiss es. Wenigstens sammle ich gerade noch ein paar Elixiere. Weil die brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. So. Hab ich schon wieder was bekommen, ne? Gut. Dann. Gehen wir wieder darauf. Den Brasco hier mal töten zuerst. Ja, komm her. Ja, sehr gut. Wo ist mein Partner? Weg. Ah, jetzt ist er hier. Wunderbar. Kämpfen wir gegen den hier noch. Komm, let's go. Schaden kann's nicht. Ja, das ist ein easy fight. Aber lass mich doch bitte die Finisher Moves machen. Ich bin hier der Protagonist, nicht du. Oh, wunderbar. Zwei Ochoko-Becher, okay. Und ein Kürass, der nicht wirklich gut ist. Okay. So, wer bedient da die Kanone? Du.
Ey! Weg von der Kanone, Mann! Ah! Ich muss näher ran! Ich muss näher ran! Kann ich hier rauf irgendwie? Ja, wunderbar. Dann muss ich keine Munition verbrauchen. Hello! Fertig mit der Kanone, mein Lieber. Hm. Boom. Sodele. Wer hat mich gesehen? Oh, shit. Piss dich, Junge. So macht man das und nicht anders. Alright, alright, alright. Das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Ist okay. Du machst mir kein Damage, hast du verstanden? Oh, das war schlecht. Ja, du kämpfst für Tokichiro. Aber wenn du so kämpfst, mein Lieber, dann ist hier dein Abenteuer schnell vorbei. Siehst du? Ich habe nicht mal Leben verloren, beziehungsweise krieg's schon wieder zurück. Motosuke stirbt vor seinem Vater. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben, mein Lieber. Oh. Du denn für ein Problem, Junge? Ha! Keine Chance. Aber gar keine Chance. Der nächste bitte. Komm her. Komm schon. Lass mich den Finisher machen. Oh. Hoppala. Oder ich töte dich einfach so. Da waren zweimal ein Pfeil nach oben. Okay. Okay, okay, okay. Oh je. Ja, das ist halt... Das hat keine guten Bonis drauf oder so. Naja, gehen wir weiter. Hier ist schon der erste Schrein. Ha! Okay. Und ich habe immer noch keinen Kodama gefunden. Das ist eher ein bisschen belastend, weil... Ich würde halt gerne Kodamas finden. Naja. Opfer darbringen. Den Bogen, den ich habe, gebe ich jetzt mal noch nicht ab. Den Spalter behalte ich auch mal noch. Komm, gib mir ein paar Elixiere oder so. Ja, eins. Wunderbar. Wie viel brauche ich noch fürs Level Up? Nicht mehr viel, oder? Ah, heute schaffe ich das aber wahrscheinlich nicht mehr. Ja, was soll's. Kodama? Nein. Aber ein Item. So. Oh ja. Es hat zwar mehr Verteidigung, aber viel weniger Zähigkeit. Und weniger physischer Schutz. Das ist halt das Problem. Es muss schon overall besser sein. Und nicht nur an bestimmten Punkten. Naja. Ja, sehr gut. Sind wir zu dritt. Wunderbar. Dann, rein in die gute Stube. Das sind nur abweicherische Soldaten. Die sind kein... Hey! Kein Problem. Willst du mal aufhören damit? Was ist denn da noch? Ach du Scheiße. Da ist noch einer. Hä? So, jetzt ist nur noch er übrig. Ich will das eigentlich gerne ohne Elixier machen. Aber das liegt wahrscheinlich nicht drin. Was ist jetzt los? Noch mehr. Ja, jetzt, spätestens jetzt, brauche ich ein Elixierchen. Hinten hat's auch noch was. Jetzt geht's aber richtig ab, du.
Oh, ein Radmönch. Ach nee, du. Komm her. Ich gebe sie so richtig, mein Lieber. So. Der Rokurokubi. Ja, jetzt ist mein Kollege verschwunden. Ja, geil. Super. Find ich klasse. Dann lass mich hier kurz eine Blitztränkung machen. Und dann ist okay. So. Und was ist jetzt noch? Ein Yoki. Oh, zwei gleich. Dann mache ich den hier. Let's go. Bis zum Endboss habe ich das eh wieder draußen. So krass war meine Anima-Ladung ja jetzt auch nicht. Okay, ich muss erstmal ein Elixier fressen. Alter! Hör mal auf damit. Okay. Ja! Was ist das denn für ein Fight? Das ist ja gar keine Pause. Alter Schwede, du. 155 Lundenschlossmunition im Lager. Ja, wunderbar. Durch Gift gestorben, der hier. Okay. Willst du das wohl bitte lassen? Danke. So. Regeneriere ich komplett? Ist mir eigentlich auch scheißegal. Stufe 3, oh, Chocobecher. 4 für 121. Dann nehme ich den hier, Stufe 94. Ja, ich bin auch jetzt noch sparsam mit den Nochoko-Bechern. Ach, die kann ich eigentlich auch so töten, oder? Ey! Hör den! Danke. So, dann bist du jetzt du dran. Alle hopp. Alter, nein, 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 ich will wieder sterben. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das war gut. Das war gut. Okay. Ah, okay, das sind nur die zwei kleinen. Ist okay. Das ist vor allem gut zum... Oh, der Radmensch ist noch da, stimmt. Und der Rokurokubi. Lass mich in Ruhe, Rokurokubi. Ich will zuerst die Blitztränkung machen, danke. Tut schon weh. Das muss man ihm lassen. Komm. Kabumm. Nee, 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 nee. Du machst nichts mehr hier. Verstanden? Wo ist der Rokurokubi da? Ja, jetzt ist der Kollege gestorben. Ja, wunderbar. Dann hole ich direkt den nächsten. Komm. Oder kann ich das nicht? Doch, kann ich. Komm. Geben wir jetzt halt 4 Stück aus. Du hast Prinzess Ro beschwört. Ach nee. Ja, super. Nein, nicht sterben. Heilige Scheiße, du. So. Gib ihm, los. Da gebe ich gerne die Donnergeschützmunition aus. Oder generell die ganze Munition. So. Let's go. Er ist K.O. Machen wir ihn als nächstes. Komm schon. Alle hopp. Ist fertig oder kommt noch mehr? Ne, ist fertig. Okay. Wir haben den Sturm überstanden. Ja, wunderbar. War ja auch mega einfach. Mega einfach. Easy. Mitsume Yasura Seelenkern, ja. Okay. Wir haben jetzt hier 6 blutige Gräber. Ein rostiger Schlüssel, auch gut. Ja. Zeig mal her.
Ja, Ninjutsu-Kraft. Das kann noch so gut sein, solange Ninjutsu-Kraft dabei ist, möchte ich das nicht anziehen. Okay, das ist nichts. Oh, neues Tokagemaru. Oh, 704. Ha. Rüsten wir aus. Und für heute ist es eigentlich erstmal gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.